Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, nach dieser Überdosis Politik am heutigen Freitag habe ich mir gedacht, so darf ich Sie auf keinen Fall in das Wochenende entlassen, an dem fast alle heimischen Christkindlmärkte aufsperren, der Wiener Christkindlmarkt aufsperrt, die Tannenbäume oder Weihnachtsbäume in Wien, Klagenfurt, Villach, Innsbruck alle illuminiert werden. Sprich, Weihnachten eigentlich beginnt, denn Weihnachten beginnt heute Abend schon am Wiener Christkindlmarkt und bei dieser Weihnachtsalm am Prater und morgen dann in Klagenfurt, in Villach, in Innsbruck und natürlich am Wiener Rathausplatz. Und da habe ich mir gedacht, da wäre es doch das Schönste, ich würde Ihnen jetzt, so spät am Abend und bevor Sie weihnachtlich gestimmt schlafen gehen, noch das Christkind präsentieren. Und da habe ich mir gedacht, dann holen wir das Christkind ins Studio. Hallo. Hallo. Hallo Tanja. Und die Tanja, das ist jetzt kein Scherz, meine Damen und Herren, die Tanja ist tatsächlich unser Christkind. Ja, die Tanja ist das Christkind 2020. Die Tanja ist das Wiener Christkind, das für die Wiener Kinder am Wiener Christkindlmarkt und im Wiener Rathaus da sein wird. Wie wird man Christkind, Tanja? Genau. Also prinzipiell war das zuerst mal einfach, ich habe mich ein bisschen umgeschaut und es wird wieder das Christkind gesucht für dieses Jahr. Und für mich war eigentlich sofort klar, ich will auf jeden Fall mich noch einmal bewerben. Ich will das unbedingt machen, weil es mir wahnsinnig große Freude machen wird. Also ich habe mich schon einmal beworben, genau, war damals aber leider ein bisschen zu jung für die Rolle. Da war ich 15, also es ist schon 8 Jahre her. Vor acht Jahren habe ich das schon mal gemacht. Christkind beworben. Genau. Als 15-Jährige. Ja, genau. Weil du unbedingt Christkind sein wolltest. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik gemacht. Also Kindergärtnerin. Und war da dann eben schon immer ganz viel bei den Kindern und das war halt immer genau meins. Und das hat mir einfach total viel Freude gemacht. Und gerade Weihnachten ist so eine wahnsinnig schöne Zeit und das wollte ich halt weitergeben. Und das wollte ich damals schon weitergeben. Und da wolltest du mit 15 das Christkind werden. Genau. Und dann haben sie gesagt, schleich dich, du bist zu jung, oder? Nein, so haben sie nicht gesagt. Das war einfach wirklich leider ein bisschen zu jung. Aber ich habe es natürlich noch einmal probiert und dieses Jahr ist es sich wieder ausgegangen. Der Traum lebte weiter. Genau, der Traum. Und 8 Jahre später, jetzt mit 23, bewirbst du dich noch einmal und diesmal zack. Und jetzt darf ich da sitzen und auf das Christkind sein. Diesmal zack, wirst du von irgendwelchen höheren Mächten als Christkind erkoren. Genau. Wer war denn die Jury, der liebe Gott, oder wer war die Jury? Nein, es waren mehrere Leute die Jury, die das einfach ausgesucht haben. Der Bürgermeister oder wer? Nein, gar nicht. Das einfach ist das Institut für Marktforschung, die das machen. Eine irdische. Institut für Marktforschung war die Jury. Da waren eben noch ein paar dabei und wir haben das gemeinsam, waren einfach über Fragen und ich bin hingegangen, habe mich einfach beworben, habe die Fragen beantwortet und habe sie anscheinend überzeugen können. Was muss man als Christkind für Fragen beantworten können, Daniel? Naja, auf jeden Fall ist natürlich wichtig auch, wie ich das Christkind, warum ich überhaupt das Christkind sein möchte. Und zwar warum? Also einerseits, weil es mich wahnsinnig viel Freude macht, diese Botschaft und dieses Weihnachtsfeeling aufleben zu lassen, weil ich total gerne mit Kindern was mache, Geschichten lesen, die ganze verzauberte Welt entdecken. Und das macht mir einfach Freude und ich finde, wenn was einen selber Freude macht, genau das kann man weitergeben. Und genau, das sehe ich auch als Aufgabe. Fragen? Was waren noch für Fragen? Eine Geschichte habe ich vorgelesen. Verstehe. Mhm. Ja, prinzipiell, wie ich so Weihnachten verbringe, wenn ich nicht gerade als Christkind unterwegs bin und anderen Leuten Freude mache. Ja. Jetzt habe ich, wenn du dir vorstellst, dass ich der Nicolo bin, ja? Ja. Nicolo und Christkind, ein Kollege. Habe ich gehört. Die Tanja ist in Wahrheit ganz anders, die ist gar kein Christkind, das ist eine Fußballerin. Ja, da hat der Nicolo richtig gehört. Also in meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade als Christkind unterwegs bin, spiele ich sehr gerne Fußball in einem Wiener Verein. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Halbprofessionell? Stimmt. Ja, mehr als Hobby. Hobbyverein. Aber richtig in einem Verein, also ja, Bundesliga genau. Oder sowas? Nein. Nicht also Bundesliga. Aber in der ersten richtig, Klasse im Wiener Fußballverband. Richtige Spiele. Genau. Mhm. Richtiges Match. Das heißt, ein Christkind, das Damenfußball spielt. Ja. Ein modernes richtig. Christkind. Natürlich. Ja. Und ich meine, deine Aufgabe als Christkind wird ja, nehme ich an, sein, primär zu den Kindern zu gehen und denen den Glauben zu geben, dass es wirklich ein Christkind gibt. Genau. Ja? Mit den Kindern auch in Kontakt treten,
eben, wie gesagt, eben Geschichten vorlesen ist auf jeden Fall auch ein Teil, was ich auch machen werde am Rathausplatz, wo man mich gerne besuchen kommen kann, immer am Donnerstag und am Sonntag an den Adventwochenenden. Da bist du dort? Genau, da bin ich immer dort. Am Sonntag bist du dort? Am Sonntag, an den Adventssonntagen bin ich dort und auch am Donnerstag immer ab 14.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr. Genau. Bist du am Rathausplatz? Bin ich am Rathausplatz zu finden. Und da geht man zu dir hin und sagt, schau, Burli, das ist das Christkind. Kann man machen, ja. Und was ist, wenn der Burli dann sagt, der Burschi aus der 1a hat mir gesagt, es gibt gar kein Christkind, das ist ein Blödsinn. Ja, wer sieht ja, dass ich da bin, das ist ja wichtig, was er glaubt und nicht, was die anderen glauben. Was sagst du dem dann, wenn der sagt, es gibt kein Christkind? Ja, wie gesagt, ich bin ja da und ich verkörper ja das Christkind für ihn. Und was sein Kollege sagt, wenn sein Kollege das nicht glaubt, dann ist das zwar sehr schade, ja, aber wenn er es glaubt und er sieht mich, dann freut mich das natürlich. Aber du glaubst, du kannst den Kindern den Glauben ans Christkind geben? Ja, natürlich. Den richtigen Glauben. Genau, ich habe heute auch schon ein Kind gesehen, das ganz überrascht war. Das Christkind gibt es wirklich und das kann sogar sprechen. Also es sind total schöne Momente einfach, die man erlebt. Und warum ist es so wichtig, dass die Kinder ans Christkind glauben, Tanja? Ich finde generell, dass ein Glaube sehr wichtig ist, dass man das an etwas zu glauben, wahnsinnig was Schönes sein kann, weil man seine eigenen Vorstellungen hat. Jeder stellt sich natürlich das Christkind ein bisschen anders vor. Auch Kinder haben einfach verschiedene Ideen und verschiedene Vorstellungen von mir. Und das Ganze auch irgendwie mitzubekommen und auch als Feedback eigentlich zu bekommen, weil Kinder reflektieren ja sehr viel und Kinder sind so super schön ehrlich. Und das ist was wahnsinnig Schönes, ja. Hast du dir das Christkind so vorgestellt, wie du jetzt ausschaust? Also ich habe mir schon immer das Christkind mit so ganz vielen Locken vorgestellt und so ein ganz leichtes, feines Kleid, dachte ich immer, die halt herumschwebt, weil es natürlich auch schnell gehen muss an Heiligabend, weil das Christkind muss natürlich ganz viel schaffen an dem Tag und das ist natürlich schwierig, unter einen Hut zu bekommen. Und du bist ja gestylt und zwar von der Modeschule Hetzendorf. Genau. Das heißt, du bist ja ein Christkind, das hat eine ganze Styling-Operationsbasis hinter sich, genau, nämlich die Modeschule also Hetzendorf. Ich hatte die Ehre, dass es die Modeschule Hetzendorf gemacht hat. Ich war auch ja schon persönlich dort. Die haben Outfit da auf genau. den Leib geschneidert. Die haben das alles entworfen, inklusive auch meine Hüte entworfen. Frechen Kapperl natürlich, oder ja? Genau. Aha. Haben sich sehr viel Mühe gegeben, sind wahnsinnig nett. Aha. Und ich bin sehr froh, dass ich das machen durfte und auch, dass ich das jetzt tragen darf. Ich habe das Christkind immer mit langen Haaren vorgestellt. Seit wann hat das kurze Haare das Christkind? Ja, es ist immer wieder mal auch das Christkind muss zum Friseur und die Haare ein bisschen stupsen lassen. Also die sind gestupst, die können auch nicht nachwachsen, weil ich nehme an, es ist eine Perücke, oder? Das ist jetzt eine Perücke, aber das wollen wir jetzt nicht den Kindern, die vielleicht um genau. diese Uhrzeit noch zuschauen. Ich hätte nämlich auch so Locken. Also. Also du schaust unter fast so aus wie drüber. Ein bisschen dünkler, aber ja, und ein bisschen länger die Haare. So. Das heißt, du freust dich auf Weihnachten? Ich freue mich wahnsinnig auf Weihnachten, und, ja. und vor allem jetzt auf die Adventszeit. Und du freust dich, dass es endlich losgeht? Auf jeden Fall, ja. Was ist dein liebster Weihnachtssong? Boah, ich habe ganz viele Weihnachtslieder. Und zum Beispiel? Ein Licht geht uns auf, finde ich sehr schön. Aha. Als Lied, aber halt auch die klassischen wie Merry Christmas, Last Christmas. Das sind halt die Klassiker, die man immer hört. Und man also Last Christmas geht bei dir auch durch? Natürlich. Und jedes welche Weihnachtsgeschichte ist dir die liebste? Ich habe sehr gern die Geschichte von einem Stern, der nämlich unbedingt wissen wollte, wie es auf der Erde ist. Und alle ihn abgeraten haben, weil dann wieder verglühen und das kann er nicht machen. Und er hat es dann aber doch gewagt und ist wirklich auf die Erde gekommen. Und ein Kind hat das gesehen und hat den Vater davon überzeugt, dass man den Stern natürlich jetzt helfen muss, weil der ist da jetzt hinuntergefallen und irgendwie muss er wieder hinauf in den Himmel, weil er muss uns ja leuchten. Und er muss ja schön ausschauen. Und sie sind dann gemeinsam auch in den Wald gegangen, haben den Stern dort gefunden und haben es gemeinsam geschafft, diesen Stern wieder in den Himmel zu transportieren mit ganz viel Schwung und ganz viel Leidenschaft und können jetzt den Stern wieder am Himmel leuchten sehen. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Und was wünscht sich das Christkind vom Christkind? Ich wünsche mir vom Christkind einfach, dass das Christkind ganz viel Freude bereitet dieses Jahr, dass das Christkind ganz viel unterwegs ist und ganz viele Augen zum Leuchten bringt. Das wünsche ich mir. Morgen starten die Weihnachtsmärkte, die ersten. Morgen werden die ersten Weihnachtsbäume beleuchtet. Mhm. Was wünschst du meinen Zusehern, wenn wir darüber schauen, zu Weihnachten und zum Start dieser Adventmärkte und der Weihnachtszeit? Also ich wünsche einfach eine wahnsinnig schöne Adventszeit. Genießen Sie auf jeden Fall den Moment, vielleicht auch ganz viel mit der Familie zu verbringen, weil genau das sind die Themen, die es ausmachen und einfach schön die Zeit verbringen. Ja, das ist eigentlich die Hauptsache. Und wir wünschen uns, dass das Christkind wirklich kommt am 24. Natürlich, oder? Das wünschen wir uns zumindest auch. zumindest in deiner Person. Genau. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war Fellner Live.
an diesem Freitag. Das heißt, die Woche ist aus. Und wie könnte sie schöner enden als mit dem Christkind? Danke fürs Kommen, Tanja. Danke für die Einladung. Und danke fürs Zuschauen. Und genießen Sie morgen den Adventmarkt und trinkt das Christkind Punsch? Nein, das Christkind trinkt keinen Aber Sie Punsch. Sollten mal einen Punsch trinken. In dem Sinn, Prosit und alles Gute zu Weihnachten.